Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von FIFA 19, dem Karrieremodus mit Eintracht Frankfurt. Wir machen weiter im Endspurt in der Bundesliga. Wir haben noch 10 Spiele, im besten Fall auch noch 2 im DFB-Pokal, also noch 12 Spiele. Dann haben wir die Saison hier abgeschlossen, dann war es das mit FIFA 19 und dann warten wir auf FIFA 20. Wir starten heute, oder wir spielen heute gegen Gladbach. 4. Platz sind die. Im Hinspiel haben wir 1-0 verloren, also unsere bislang einzige Niederlage. Nachdem wir, oder vor dem Hamburg-Spiel natürlich, das jetzt mal mit dazu gerechnet, also 2 Niederlagen gegen Dortmund im letzten Part, sind wir wieder ein bisschen in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Also haben wir 4-2 gewonnen, auch sehr überzeugend, wie ich finde. Und jetzt gilt es halt heute einfach nachzulegen. So, das muss ich mal standardmäßig hier wieder machen, dass Kostic vielleicht mal für Stendera hier reinkommt. Weil die Flügelzange Rebic und Sessegnon, das funktioniert eigentlich ganz gut, wie ich finde. Nur, genau, müssen wir halt auch mal öfters unter Beweis stellen. Ihr seht, ich kann richtig gut im Tor spielen, deswegen bin ich auch bei Pro-Clubs in meinem Tor. Nein, natürlich nicht. So, hier wird noch ein bisschen Ball hochgehalten. 4. Platz, die Gladbacher sind 15 Punkte, glaube ich, hinten. Denke mal, um die Meisterschaft werden sie nicht mehr mitspielen, aber sie könnten einem Meisterschaftskandidaten hier schön in die Suppe spucken. Wie ich so gerne sage. Und wir schauen jetzt mal. Ich hoffe, dass wir das Spiel erfolgreich gestalten. Ich stelle gleich mal auf Offensiv. Alles, was dazugehört. Und dann schauen wir mal, ob uns die Gladbacher erneut ein Bein stellen oder ob wir uns für das Hinspiel revanchieren können. So, jetzt kommt erstmal Alassane Player. Und da sind die Gladbacher mit der ersten Chance. Durch Florian Neuhaus, meine ich. Und Lunin muss zum ersten Mal seine ganze Klasse zeigen. Jawohl, Neuhaus gegen Vallejo. Und der wäre reingegangen. Hätte also auch schon 1-0 stehen können. Aber Lunin zeichnet sich mal aus und das ist doch ein kleiner Richtungszeig, wo es hingehen soll. Aber solche Spieler haben wir auch. So, Sessegnon hat jetzt erstmal keine Lust auf Zweikampfführung, spielt stattdessen diesen schönen Ball auf Gacinovic. Wenn er jetzt noch Haller in der Mitte sieht, dann wäre das ein schöner Konter gewesen. Der Eckball des Gegners resultiert fast aus der Führung der eigenen Mannschaft. Schade. Aber das kann man halt machen mit so schnellen Leuten wie Gacinovic und Sessegnon vor allem, der ja über das halbe Feld da gesprintet ist. Na gut, also beide Mannschaften verzichten auf die Abtastphase, gehen gleich vorne drauf, wollen es gleich wissen und so macht es doch am meisten Spaß, wenn Spannung dabei ist, zwei Mannschaften, die vorne mitspielen wollen. Und die sich auch Chancen rausspielen und nicht so ein langweiliges 0-0. So, die Gladbacher wieder mit Alassane Player. Das sieht gut aus. So ein bisschen unbeholfen gerade in der Verteidigung, merke ich gerade selber. Johnson, gut gespielt. Und da kommt Lunin und nimmt den Ball erstmal sicher auf. Also, die Gladbacher forsch von Anfang an. Wollen uns gleich mal hier gehörig unter Druck setzen. Oh, schöner Abschlag von Lunin. Richtig schön den Angriff eingeleitet, aber dann verliert Willems leider den Ball. Aber ansonsten, das wäre richtig gut geworden. Und das geht schnell und direkt bei den Gladbachern. Das ist genau deren Spielstil. Erfrischenden offensiven Fußball mit jungen, talentierten Leuten. Dazu ein bisschen Erfahrung noch mit drin. Das ist eine super Mischung, aber die haben wir auch drin. So, Sessegnon jetzt gegen Ginter. Flanke kommt an zweiten Pfosten, aber Rebic ist da leider nicht rangekommen, aber wir machen weiter. Chance lebt noch. Toro. Rebic, wenn Willems hinterläuft, das macht er super. Und er sieht Haller in der Mitte. Oder Sessegnon oder Gacinovic. Aber weder der eine noch die beiden anderen sind in der Lage, an diesen Ball ranzukommen. Aber das zeigt doch schon mal, dass wir auch da sind. Aber dass wir auch hinten aufpassen müssen, weil die Gladbacher echt auch schnelle Außenleute haben. Wie zum Beispiel einen Ibrahima Traoré oder auch einen Alassane Player, den ich nicht für langsam halte. Und es geht schon wieder in die andere Richtung. Aber wir haben Überzahl. Und wenn wir das jetzt gut zu Ende spielen, dann führen wir mit 1-0. Und das ist Stand jetzt in der 25. Minute der Fall. Sebastian Haller ist dann der Nutznießer nach diesem schön gespielten Konter, muss man sagen. Auch direkt die Lücken gesehen. Das schaue ich mir gerade nochmal in der Wiederholung an. Hier Rebic, Gacinovic, schön auf Sessegnon und dann der direkt auf Haller. Es war kein Abseits, sein 12. Tor. So kann man doch mal in ein Spiel hier reinstarten. Das war wichtig. Gerade in so einer ausgeglichenen Phase, wo eigentlich beide Mannschaften das Tor verdient hätten, weil Gladbach hatte auch schon ein paar gute Szenen. Und die lassen sich davon gar nicht beeindrucken. Die machen einfach weiter.
Fabian Johnson, da kommen wir nicht hinterher mit dem Verteidigen. Oh, riskant. Die Grätsche und da kommt Lunin. Und hat den bei sich. Ja, dieses Grätschen im Strafraum muss ich schnellstens unterlassen. Und auch diese Fehler in der Verteidigung. Jonas Hofmann mit der nächsten Chance. Ihr seht, die Gladbacher brauchen nicht viel. Wenn die dann einmal den Ball gewinnen, schalten die super schnell um. Und Hofmann mit der nächsten Chance auf den Ausgleich. Ecke durch Traoré, die kommt. Ginter ist da hinten. Achtung, der ist sehr kopfballstark. Aber es ist der Senior vor Lunin. Chance ist aber weiter noch am Leben. Player, Achtung. Ja, aggressiv zwar. Vorsichtig, ne, weil im Strafraum. Oh. Da kann es auch immer ganz schnell einen Elfmeter geben. Jetzt gibt es erstmal eine gute Freistoßposition für die Gladbacher. Schade. War wieder ein bisschen zu rustikal. Und Player macht das. Alassane Player und unsere Mauer ist da. Also, Verteidigung steht wie eine 1. Momentan noch, aber ich befürchte, wenn die Gladbacher weiterhin so viel Druck machen, hält der Druck nicht mehr, oder halten wir dem Druck nicht mehr so lange Stand. Was macht man dagegen? Am besten ein zweites nachlegen. So, Gacinovic, Chandler auf Sessignon gegen Johnson. Das war leider nicht das Gelbe vom Ei. Schade. Und wieder Gladbachs. Ja, Wahnsinn, ey, was die heute abspulen. Momentan in der ersten Halbzeit lang. Da ist Traoré. Der steckt schön auf lang durch. Aber da müssen wir... Oder da muss die KI einfach mitdenken. Rebic hat da gut mit nach hinten gearbeitet. So, Haller, wenn er den jetzt gewinnt, dann ist die Chance riesengroß. Ah, schade. Den kriegt Gacinovic nicht auf Sessignon. Aber Haller holt sich den. Ach, das war ein fairer Zweikampf. Ich mach doch gar nichts. Ich werde für was bestraft, was ich gar nicht gemacht habe eigentlich. So, Haller liegt da wieder in der Mitte rum, alles klar. So, Fehlpass, Gacinovic mit der Brust. Jetzt müssen wir warten, bis wir nachrücken. Aber das machen die Gladbacher auch gut. Zack, habt ihr das gesehen? Die stehen sofort wieder mit 10 oder 9 Mann hinter dem Ball. Lassen aber auch die ein oder andere Lücke für uns. Sessignon gegen Johnson. Die Flanke kommt gut auf Haller. Schöne Aktion nochmal vor der Pause. Da schraubt er sich hoch gegen Lang und dann ist die Ecke doch eigentlich frei. Den muss er einfach nur reinköpfen. Und Sommer hätte da nicht den Hauch einer Chance gehabt. Und genau so müssen wir weiterspielen. Wenn die Gladbacher nämlich auch den Ball verlieren, dann sind die auch anfällig. Nach vorne hin sieht das auch sehr gut aus, aber auch, oh, hinten machen sie immer wieder Fehler. Aber wir natürlich ebenfalls. Player mit Lang außen. Da muss Rebic jetzt mal mithelfen. Oh, verunglückte Flanke. Habe ich eigentlich gedacht. Player, Traoré, Achtung. Ja, das ist schwer, das zu verteidigen. Wir können nur versuchen, alles zuzuschieben, zuzustellen und sich in den Schuss irgendwie reinwerfen. Aber es klappt nicht immer. Lunin nochmal mit einer Glanzparade. Es klappt halt nicht immer. Du kannst nicht alles verteidigen. Wenn das die KI nicht will oder das Spiel, dann schaffst du das auch nicht. Und der wäre, oh, im Tor eingeschlagen. Und Lunin kriegt da gerade die Planke noch hoch. So, 5 Minuten schon rum. Denke mal, nach der Aktion wird auch Halbzeit sein. Ja, und das ist es jetzt auch. Also, 1:0 für uns. Nach einer guten ersten Halbzeit von beiden Mannschaften, wirklich. Es geht hin und her. Chancen haben wir beide. Nachlässigkeiten in der Abwehr haben wir auch beide. Aber das ist halt den beiden Spielstilen geschuldet. Die Gladbacher von der Statistik her deutlich besser. Wir haben nur einen Schuss aufs Tor. Das war der von Haller, der war drinne. Die Gladbacher, glaube ich, 6 Schüsse, 4 aufs Tor. Also ausgeglichenes Ballbesitzverhältnis. Da kommt noch einiges auf uns zu in der zweiten Halbzeit. Wir müssen unsere Chancen nutzen. So viele werden wir nicht kriegen. Und die wir kriegen, müssen wir einfach versuchen, besser auszuspielen und uns in den Zweikämpfen ein bisschen schlauer anzustellen. Aber gut, was willst du machen, wenn du einen fairen Zweikampf führst und der wird dir trotzdem zurückgepfiffen? Das war gut verteidigt. So, und jetzt müssen wir halt schneller mal nach vorne umschalten. Hasebe, falscher Mann. Ich wollte eigentlich auf Sessignon, weil der war durch. Aber Haller ist jetzt durch gegen Zakaria. Haller macht's alleine und er macht's gut. Er macht sogar richtig gut und das bringt das 2:0 in der 51. Minute. Den falschen Mann erst angespielt und dann doch noch im Glück geendet, dieser Angriff. Hier kommen sie alle rein. Ich wollte auf Sessignon eigentlich schon längst und dann Haller von der 16er Linie schön ins lange Eck. Funktioniert auch nicht immer. Es gab auch schon Situationen, da hat er den irgendwo zur Eckfahne geschossen. Aber Gott sei Dank behält er hier die Nerven und die Konzentration.
Und so kurz nach der Pause ist das natürlich wie immer ein psychologisch wichtiger Zeitpunkt. Weil jetzt bin ich gespannt, wie die Gladbacher reagieren, ob sie noch mehr nach vorne riskieren, ob sie jetzt all in schon gehen. Aber die können auch mit einer Aktion hier wieder sich ins Spiel zurückfighten. Hofmann, da darf er nicht durch. Willems klärt, es gibt den Einwurf. Wichtig ist, dass wir halt versuchen, nicht zu grätschen oder den Zweikämpfen im 16er aus dem Weg gehen. Oh, Willems tritt da dem Traoré in die Fresse. Hofmann, Zakaria, das ist auch zu leicht. Da sind viel zu große Lücken. Hasebe räumt aber auf. Aber der Ball kommt durch und es ist abseits. Das ist abseits von Johnson, ja. Da stand er ein bisschen zu weit vorne. Aber ansonsten war das auch ein bisschen Zufall. Das müsste auch jetzt abseits von Cesar. Okay, er kommt gar nicht ran. War auch gerade Zufall, wie der Ball zu Johnson gekommen ist. Aber gut, weiter geht's. Strobel kommt für Zakaria. Und die Gladbacher kommen wieder über ihre linke Seite. Über Quintero, Johnson. Alles an Player lässt durch. Das ist gut gemacht. Zur Not einfach mal die Grätsche auspacken. Achtung, Traoré und wieder Lunin. Der mehr zu tun bekommt, als in manchen anderen Spielen. Aber gut, so ist es nun mal. Mal hat man mehr zu tun, mal auch weniger. Nächstes Spiel steht für uns gegen Wolfsburg an. Zum dritten Mal in der Saison. Zum zweiten Mal zu Hause. Im Pokal hat das schon gut geklappt. In der Liga wäre es auch ganz wichtig, wenn wir da gewinnen würden. 25 Minuten noch. Viel passiert nicht mehr vom Gladbacher Tor. Oder vielleicht jetzt nochmal eine Chance. Ja, kaum sage ich es, schon haben wir eine Chance. Rebic mit der Möglichkeit. Aber den hat es nochmal diesmal. Und der Fehler, der Gladbacher Lang, der da nicht hinkommt. Wir haben die Chance jetzt mal das Spiel ein bisschen ruhiger hier zu gestalten, aber das lässt das Spiel gar nicht zu heute irgendwie, weil die Gladbacher so Lücken haben, die müssen wir dann einfach schnell bespielen. Deswegen ist das jetzt mal wieder ein schnelleres Spiel. Was aber auch besser ist, finde ich. Ich finde so ein Spiel, wo es hin und her geht, beide Mannschaften mit offenem Visier, das verspricht doch Spannung und viele Tore eigentlich. Player macht das ganz gut. Traoré, nochmal Player, nimmt außen lang mit. Da ist Quintero im Strafraum. Und das gibt, ja, kein Eckball oder Abstoß. Jetzt gibt's Abstoß. Ja, bringen wir mal Philipp Kostic für Sessignon, der auch heute wieder ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Also das ist echt ein Glücksgriff gewesen. Im Gegensatz zu, ja, ich sag's jetzt auch gerne und sehr ungern auch wieder. Als Jean-Philippe Mateta, aber gut, so ist es halt normal. Manchmal hast du Glück bei den Transfers, manchmal auch ein bisschen Pech. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass das mit Cessignon geklappt hat. So. Haller, das meine ich mit dem Schnellspielen. Das lassen die Gladbacher halt einfach zu. Aufgrund ihrer nachlässigen Verteidigung jetzt in den letzten Minuten. Rebic hat er gut gemacht. Hasebe steckt auf Gacinovic durch. Schade. Der wäre fast angekommen. Jetzt die Gladbacher nochmal. Über Traoré. Oh, da bin ich falsch. Habe ich den Spieler falsch justiert. Achtung, in der Mitte. Wenn Traoré das jetzt gut zu Ende spielt. Ah, er schießt aber Player an. Da hatten wir wirklich Glück. Wenn die Gladbacher das ein bisschen überlegter ausspielen, steht es nur noch 2:1. Und so haben wir jetzt die Möglichkeit aufs dritte und auf die endgültige Entscheidung. Über Philipp Kostic und Rebic schaut den natürlich rüber. Weil links ist halt nicht so sein starker Fuß, hat man gerade gesehen. Aber auch da hätte ich mir vielleicht einen Schuss zumindest aufs Tor gewünscht. Dem war wohl nicht so. Und 10 Minuten vor Schluss sieht es also so aus, als ob wir uns für die Hinspielniederlage revanchieren bei den Gladbachern. Damals haben sie ja im Schnee gegen uns gewonnen. Wo wir auch wirklich nicht gut gespielt haben, wo die Niederlage auch verdient war. Aber dafür machen wir es jetzt umso besser im Rückspiel. Und werden hoffentlich dieses Spiel gewinnen, jetzt da noch 5 Minuten zu spielen sind. Nehme ich es vielleicht einfach schon mal vorweg. Ich hoffe, dass mir die Gladbacher jetzt nicht dazwischen funken. Lang mit Rebic, aber sie brauchen Chancen. Jetzt machen wir das wirklich gut, so halbwegs. Und dann kommen die Gladbacher doch durch. Ich sag gar nichts mehr. Ich muss damit echt aufhören, Sachen herbeizureden. So, und nochmal wir, Haller. Gacinovic, unten haben wir Überzahl. Ja, das war richtig gut gespielt. Haller mit der Chance auf seinen Dreierpack. Schade. Das wäre dann doch des Guten zu viel gewesen. Jetzt war es faul oder abseits?
Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall hätte das Tor dann nicht gezählt. Wahrscheinlich, weil er noch gefoult hat, weil abseits war es, glaube ich, nicht. Da müsste ich mich schon verguckt haben, was auch mal vorkommen kann. So, also 3 Minuten jetzt noch und das schaffen die Gladbacher nicht mehr. Das ist auf jeden Fall fest. Wir gewinnen gegen Gladbach, machen einen weiteren wichtigen Schritt, einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft und hoffen, dass die Bayern vielleicht mal wieder ein bisschen haben federn lassen. Also 2:0 unter dem Strich gegen die Fohlenelf. Wir revanchieren uns für unsere erste Hinspiel oder für unsere erste Saisonniederlage im Hinspiel. Und ich denke mal, das geht auch aufgrund der zweiten Halbzeit verdient. Da haben wir ein bisschen mehr gemacht. Ballbesitz war nach wie vor bei den Gladbachern. Aber ich habe auch gerne mal so ein Spiel, wo man weniger Ballbesitz hat, aber dafür mehr Tore, was ja am Ende des Tages zählt. Die Bayern gewinnen gegen Schalke, bleiben uns also nach wie vor auf den Fersen. Wir dürfen uns also auch da keinen Ausrutscher leisten. Wird wieder ein Meisterschaftskampf wie im letzten Jahr. Meisterschaft. Mutiere ich hier schon zum Schwab. So, nächstes Spiel ist gegen Wolfsburg, gegen den Dritten. Also, die haben 10 Punkte Rückstand auf die Bayern. Wenn sie gewinnen, ja, ne, hätte Fahrradkette, würden sie vielleicht nochmal mitreden, aber ich glaube nicht. 9 Spiele sind es noch. Oh, wir haben eine englische Woche, habe ich gerade gesehen, aber davon haben wir nicht mehr so viele. Ich meine, im internationalen Wettbewerb sind wir ja nicht mehr. Wir haben jetzt Wolfsburg, 2 Tage Pause, Freiburg und dann haben wir mehr als eine Woche frei. Da ist wieder Länderspielpause. Leverkusen haben wir dann hier nach dem Leipzig-Spiel. Das ist dann der 4. letzte Spieltag. Dann nach dem Spiel. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, um uns auf Leverkusen vorzubereiten und dann ins Finale hoffentlich einzuziehen. Das wäre mein größter Wunsch. Jetzt wäre es erstmal mein größter Wunsch, wenn ihr dem ganzen Video ein Like da lasst. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und schaltet die Glocke ein. Und dann sehen wir uns gegen Wolfsburg. Ein 3. und letztes Mal für diese Saison. Macht's gut und ciao.